Die Anzahl der Bitcoins ist auf 21 Millionen begrenzt und das klingt natürlich erstmal wie wirklich der optimale Inflationsschutz. Wie gut Bitcoins dafür wirklich geeignet sind, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und dazu müssen wir zuerst mal schauen, wie sieht es denn mit der Inflation momentan hierzulande aus? Laut Statista haben wir 2%. Das ist natürlich erstmal Quatsch, denn die reale Inflation, die liegt deutlich höher. So im Bereich 5 bis 8%. Die Notenpresse läuft auf Hochtouren, EZB, ich kann sie bis hierhin drucken hören. Die Rohstoffpreise gehen durch die Decke, das schlägt sich voll auf den Konsumentenpreisen nieder. Und ja, je höher die Inflation, desto schneller verlieren wir unser Geld. Und aus diesem Grund ist ein Schutz vor Inflation ein absolutes Muss. Und so kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass einige sagen, dass der Bitcoin der einzig wahre Inflationsschutz ist. Es sprechen auch einige Dinge dafür. 21 Millionen Bitcoins haben wir schon gesagt, keine Notenbank im Hintergrund, die hier weiter auf die Presse drückt. Es gibt immer mehr Nutzer, die den Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen, als, ja, als Inflationsobjekt, als Inflationsschutz. Die großen US-Investmentbanken sind ja mittlerweile auch mit auf den, ja, auf den Bitcoin-Zug aufgesprungen. Es gibt hier einfach eine Menge Geld zu verdienen. Viele missachten hier aber auch die Gefahr und das dürfen wir keinesfalls aus den Augen verlieren. Denn wenn wir ehrlich sind, wir tauschen 5 bis 8% jährliche Inflation gegen 50% Kursschwankung innerhalb kürzester Zeit. Und da macht der Bitcoin als alleiniges Mittel gegen die Inflation eigentlich ja nur dann Sinn, wenn wir zum Beispiel in Simbabwe oder Venezuela leben, wo die Inflationsrate einfach galoppierend ist. Da ist natürlich 50% Kursschwankung, ist ja ein Klacks gegen 2000% Inflation, die wir da haben. Und deshalb hierzulande bei uns müssen wir da ein bisschen differenziert rangehen. Denn die Verlustgefahr, die ist auf jeden Fall gegeben. Denn es gibt auch plausible Gründe, warum sich der Bitcoin am Ende doch nicht durchsetzen kann. Denn, ich sag mal, das Mindset der Leute wird doch immer grüner. Und der Bitcoin ist alles andere als grün. Bitcoin Mining verschlingt unglaublich viele Ressourcen, unglaublich viel Strom. Dann auch ja, der Stromverbrauch für die Bitcoin-Transaktionen ist deutlich höher als der Stromverbrauch von, ich sag mal, vom Kreditkartenunternehmen Visa oder von Mastercard. Und auch das Thema Zahlungsmittel, Bitcoin als Zahlungsmittel, ist auch ein bisschen schwierig zu sehen. Bitcoin schafft 7 Transaktionen pro Sekunde. Das klingt erstmal viel, aber wenn wir global denken, dann ist das doch recht wenig. Bei Visa kommen wir auf 1700 Transaktionen pro Sekunde, die abgewickelt werden können. Und das ist ja schon mal eine andere Hausnummer. Daher Bitcoin als Inflationsschutz, zumindest in unseren Breitengraden, doch eher als riskant zu betrachten. Was eignet sich denn besser als der Bitcoin? Oder zumindest, man kann ja Bitcoin als kleinen Teil mit ins Portfolio nehmen, sollte hier aber nicht all in gehen. Wir brauchen ein schön abgerundetes Portfolio. Und da eignen sich zum Beispiel Aktien sehr gut. Und zwar Aktien mit einer möglichst geringen Schwankungsbreite. Das sind in der Fachsprache nennt man das sogenannte Aktien mit einem niedrigen Beta-Faktor. Und zugehört zum Beispiel Coca-Cola oder vom deutschen Kurszettel die Beiersdorf, alles bekannte Marken. Oder Schweizer, die Swisscom gehört auch mit dazu. Und diese Aktien mit einem niedrigen Beta-Faktor, die haben eben den Vorteil, dass sie oftmals in Crash-Situationen oder in größeren Kursrückgängen wesentlich stabiler im Wasser liegen als jetzt zum Beispiel Tech-Aktien. Was eignet sich noch als Inflationsschutz? Da haben wir als einen weiteren Baustein zum Beispiel Rohstoffe. Aber bitte hier nicht auf Agrarrohstoffe gehen, denn,
ja, mit Essen spielt man nicht und das überlassen wir wirklich den, also nicht, dass sie mit Essen spielen, sondern wir überlassen den Lebensmittelproduzenten das Feld und da halten wir uns bitte schön raus, denn wir müssen hier nicht auch noch als Preistreiber fungieren. Aber andere Rohstoffe, zum Beispiel der Ölpreis, auch aktuell sehr stark, aus charttechnischer Sicht ebenfalls recht spannend. Kupfer ist ordentlich gelaufen. Natürlich die Edelmetalle, auch interessant. Das sind Sachen, die man mit ins Portfolio nehmen kann. Denn wenn die Konsumentenpreisinflation, die wir am eigenen Leib am stärksten dann spüren, das ist im Grunde ja durch Rohstoffe getrieben. Auch der Bitcoin ist ein guter Inflationsschutz, eben als kleine Position im Portfolio, nicht übertreiben. Der Bitcoin eignet sich aber auch als gutes Spekulationsobjekt. Und da sind wir bei einem weiteren Thema, wie wir uns vor Inflation schützen können. Denn wir können ja an der Börse aktiv unser Geld vermehren. Und je höher die Rendite, desto besser natürlich der Inflationsschutz. Und eine Rendite über der realen Inflation von 5 bis 8%, das bekommt man mit etwas Übung langfristig in jeder Marktphase sehr, sehr gut hin. Und seien wir mal ehrlich, am Ende des Tages wirft doch das eigene Wissen die beste Rendite ab. Und deswegen, wenn Sie Interesse daran haben, zu lernen, wie Sie an der Börse regelmäßig Geld verdienen, egal in welcher Marktphase, dann besuchen Sie meine Homepage, tragen Sie sich für ein kostenloses Strategiegespräch ein und dann sprechen wir mal darüber, wo Sie stehen und welche Schritte notwendig sind, ja, damit Sie zu dem Ziel kommen, dass Sie regelmäßig höhere Renditen an der Börse erwirtschaften, als die reale Inflation am Ende wegknabbert.